Hallo zusammen, neuer Monat, neues Glück für die 18er-Rangliste. 1. März, das ist der Grund, warum ich ausnahmsweise auch mal am Sonntag hier direkt loslege. Man könnte auch sagen, als Wiedergutmachung dafür, dass ich es am Dienstag nicht geschafft habe, da hat mein Kurzer einfach noch nicht geschlafen. Und später am Abend, 23 Uhr, die Liste, fehlte mir dann tatsächlich ein bisschen die Motivation, wo mir klar war, im Februar schaffe ich die Serien sowieso nicht mehr. Jetzt im März haben wir aber die vollen 31 Tage und ich habe Bock, hier mal ein bisschen mehr Gas zu geben, auch ein paar mehr Videos zu machen. Und was mich freut, deswegen können wir auch gleich noch mal reingucken, wie es im letzten Monat ausgegangen ist. Jetzt schon 100 Meldungen für die 12-Uhr-Liste, also für den ersten Versuch in diesem Monat. Schauen wir noch mal schnell, bevor es da losgeht. In den letzten Monat hier, 18er-Rangliste für März, noch für komplett leer. Da startet gleich erst die erste Serie. Und so ist es im Februar ausgegangen. Rupfodames hat gewonnen mit einem großartigen Schnitt, deutlich über 600 Punkte. Es gab auch eine ganz ordentliche Prämie, die ist inzwischen aber bei 100 Euro gedeckelt. Und was mich eigentlich richtig freut, die Anzahl Teilnehmer ist, ich denke, auch ein Stück weit durch meine Videos hier schon stark gestiegen. Wir haben jetzt 184 Teilnehmer, die im Februar sogar trotz der nur 28 Tage diese 30 Serien geschafft haben. Jeder bekommt inzwischen einen Preis. Und es gab fast noch mal genauso viele Spieler, zu denen ich hier auch gehöre, denen man dankbar sein muss, denn sie haben wenigstens ein paar Serien gespielt, also auch ein paar Mal den Jackpot mit aufgefüllt. Insofern ein Turnier mit fast 400 Teilnehmern und ich sag mal, komm, das geht weiter so, denn das macht richtig Freude. Und da schauen wir dann jetzt mal, wie es jetzt heute Und losgeht. Da bin ich am Tisch zugeordnet worden mit Bernd K. und Canale Grande. Ich grüße euch. Oh, hier möchte jemand keinen Chat mehr haben. Dann wünschen wir gut Blatt und starten mal in die Geschichte. Ich habe es ja schon öfters gesagt, aber wer hier neu ist oder einfach noch mal gerade am Anfang des Monats zum Wiederauffrischen: Es geht hier um 30 Serien A18 Spiele. Das entspricht quasi 15 kompletten Serien, wie man sie sonst kennt. Also der Distanz, die auch zum Beispiel in der Welt- oder Europameisterschaft gespielt wird. Von daher ein wunderbares Training. Und vor allen Dingen auf die lange Distanz muss natürlich ein defensiver, sauberer Skat gespielt werden. Das nur mal als Hinweis, warum ich hier vielleicht ganz deutlich anders reize als etwa im Rocket. Und ja, hier das erste Spiel, jetzt wollen wir mal nicht abschweifen, habe ich gleich gar keinen Trumpf. Mein Partner hat alles dagegen, der wird hier offensichtlich erstmal mit der Handvoll Trumpf blank ausspielen, deswegen gehe ich auch da locker ran und irgendwie habe ich das Gespür, dass dieses Spiel nicht unter einem guten Stern steht. Wir machen sicher noch den einen oder anderen Trumpfstich. Ich habe die Kreuz-Dame noch in der Hand. Und es ist tatsächlich nur ein Fünftrümpfer, beide Asse blank plus Kreuz 10 zu dritt. Damit ist klar, das Spiel wird verloren. Meine Kreuzdame macht auch noch einen Stich. Also gegen so eine Pressverteilung, alle Trümpfe in der Hand und Kreuz 3 zu 1 war das Spiel natürlich überhaupt nicht zu lösen für Canale Grande. Also gleich mal für ihn eine bittere Pille und für mich leicht verdiente 40 Punkte. Ja, wo war ich stehen geblieben? Es gilt hier auf die lange Distanz defensiv zu spielen, wie das auch beim Fußball gilt. Du gewinnst eine Meisterschaft eher in der Defensive, also das Risiko etwas eingrenzen, möglichst fehlerfrei spielen, dann kann ich mir das auch gut erlauben. Und ja, ich denke, es war aber auch zu sehen, so ein Schnitt von 600 Punkten, den muss man erstmal bringen. Das ist sehr hoch gespielt. Das heißt, es sind hier sicher auch einige Spieler, die noch nicht so ewig im Geschäft sind. Genauso soll es ja auch sein. Die können was dazulernen und die anderen, die schon alles können, quasi, wenn es denn solche gibt, die können versuchen, möglichst hohe Ergebnisse zu spielen. So, ich denke mal, Karo können wir hier hinterherbringen. Okay, fällt die 7. Das sieht natürlich eher so aus, als ob Canale Grande den Drilling in Karo hat, jetzt noch den letzten Karo selber. Aber das nützt ja nichts. So, da geht die Kreuz 10 hin, auch das nicht zu ändern. Dann hat er noch einen Pik, vermute ich mal, ja, das Ass selber und den siebten Karo. Also das Spiel war deutlich besser, deswegen auch Schneider. Es stand natürlich auch ganz anders. Und das ist natürlich ein Spiel, da braucht man nicht so besonders gut Skat für können. Da braucht man einfach nur mal ein bisschen abwarten und dann kommt so ein Granghand vorbei.
Dass der unverlierbar ist, ist ja klar, denn ich gebe nur drei Luschen ab. Buben kommen sogar verteilt. Gut, Schneiderchance ist natürlich begrenzt, es sei denn, es liegt irgendwo eine 10 drin oder ich komme in einen recht glücklichen Schnitt. Das kann man aber sicher nicht planen. Ich ziehe erstmal Kreuz Ass 10 ab, dass ich nicht mehr eingespielt werden kann, dann eine Farbe oben unten, Hoffnung in Hinterhand zu kommen und dass da noch nicht so viel fällt. Oder so zum Beispiel, da fallen nur 7 Augen. Ich glaube, Canale Grande hat hier geschnippelt. So, wenn ich jetzt abschmeiße, geht natürlich hinten Herz 10 rein, ist meine Mutmaßung. Ja, die ist aber sowieso am Hängen, ich werde es trotzdem mal machen. Ne, Pik 10 geht erst rein auf 21. Also entweder Herz 10, ja, und da ist doch dann der Schneider. Da ist der Schneider, wie kam der zustande? Liegt jetzt doch Herz 10 im Stock? Bin ich ja nochmal gespannt. Ja, Herz 10 lag nicht im Stock. Also da haben sie ein bisschen mitgeholfen. Der Schneider wäre nicht unbedingt nötig gewesen, aber auch das gehört zum Skat. Wenn das Spiel gewonnen ist, dann greifst du einfach die nächsten Ziele an, und in dem Fall war das dann der Schneider. Versuch natürlich nur. So, ja, du hoffst immer in Hinterhand mit der blanken 10, dass Mittelhand was schnippelt und du sie irgendwie heimkriegst, aber es gelingt natürlich selten. In dem Fall konnte es auch nicht gelingen, denn Bernd K. hat gleich gestochen. Andererseits schone ich jetzt natürlich das Trumpf Ass, damit ich jetzt überstechen kann. Und da hätte ich natürlich jetzt lieber das Herz Ass gesehen, vor allen Dingen, wo der Pik Bube wohl noch bei meinem Partner ist. Gut, das Herz Ass kommt noch nicht. Vielleicht kriege ich es hier auf Pik oder Karo 10 noch nach Hause. Ah, das war natürlich die Gefahr. Er hat ja nur 5 Trumpf. Dann muss er in beiden Farben sicher das Ass bestellt haben. Also schnippeln kann er potenziell überall. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wie machen wir es am geschicktesten? Ik denke mal, hier mit der Pik Dame halte ich mir die Farben noch offen. Und jetzt hätte ich natürlich gerne Pik direkt gesehen. So geht es auch. Jetzt Pik einspielen und dann macht meine Karo 10 noch den Stich mit dem Herz Ass. Ja, also auch das ein Tick leicht für uns zu lösen. 45, also auch keine guten Chancen. Nachdem der Überstich kam, war der 5 Trümpfer natürlich am Arsch. Das konnte der nicht vertragen, der hätte schon einen günstigeren Stand in der Beikarte gebraucht. So, die Findung war jetzt nicht berauschend, der Ansatz aber ja schon sehr gut. Hier kann man überlegen, 13 Augen ist auch eine Option, aber in dem Fall mit beiden Trumpfvollen und Karo Ass 10 denke ich mir, ich halte vielleicht mal ruhig das Bild im Blatt und drücke mir dafür die Herzfarbe frei. Falls hier irgendwas dumm in Karo läuft, zum Beispiel, dass ich nicht dann auch noch in beiden Farben eine Übergabe steht, so wie es genau jetzt passiert, dass mir hier die Karo 10 schon mal abhanden kommt. Ja, jetzt hätte ich natürlich doch gut Herz hier halten können, aber ich will ja natürlich stechen, um nochmal Trumpf rauszuschieben, damit jetzt hoffentlich die Trümpfe wenigstens artig fallen, aber auch das ist nicht der Fall. Also Karo 10 auf Abschub, Abstich, 4 Trumpf dagegen, die vollen da drüben. Frage, kriege ich jetzt von Canale Grande noch das Herz Ass gegriffen? Wenn er jetzt noch eine blanken Kreuz hat, dann kann auch das schief gehen, so aber funktioniert. Ja, und während ich hier so erzähle, habe ich natürlich gar nicht korrekt mitgezählt, macht aber auch wohl gar nicht so viel Unterschied, denn beeinflussen kann ich es ohnehin nicht. Ja, 3 Augen hätte ich auf jeden Fall weniger haben können, vielleicht sogar 7 Augen, aber das Spiel war immer noch so gut, dass es auf Sieg stand, hatte ich auch gefühlt. So gedacht mit dem Herz Ass, dass das reichen muss, so sah es auch aus. Und dann ist es ein munteres Jagen, ich kann es verstehen, meine Hand gibt ja nun gar nichts her, kein Ass, 3 Buben fehlen, da ist es natürlich schon mal eine gute Nachricht, dass das hier breit gestreut ist. So, 30 auf 33 gepasst. Hat er nun den Pik gereizt oder den Herz? Die alte Frage, aber ich denke, es ist für uns sowieso im Siegsinne günstiger, wenn er den Pik gereizt hat, wo ich nur einen habe, als wenn die Herzen, die so gleichmäßig stehen, die Reizung war. So, und dann wollen wir doch hier mal schauen. Ja, ich denke, klar hat mein Partner noch einen weiteren Buben, deswegen brauche ich jetzt nicht wimmeln, sondern werfe mir besser eine Farbe blank, damit mein Karo-Bube jetzt auch noch zum Einsatz kommt, was volles stechen kann. Und die Herz 10 kriege ich ja immer noch jetzt auf dem
Kreuzbuben, den ich meinem Partner zutraue. Der kann jetzt auch erst nochmal abschmeißen, wimmeln. Kreuzdame macht natürlich jetzt den Stich, das hat er auch erkannt. Hat die Karo 10 schon gar nicht gespielt, weil er mir den Buben nicht unbedingt zugetraut hat. Hätte er ruhig können. Oh, jetzt muss ich nochmal aufpassen, nicht, dass er da, doch, kommt er auch noch rüber, dann machen wir so, sowieso Rest. Nicht, dass mir die 10 noch durch die Lappen geht. Also Bernd K., das war natürlich bitter, das Spiel war vielleicht auch nicht so gut, hätte man vielleicht wenigstens versuchen müssen, einen Buben zu ziehen, aber nach dem Pik-Aufschlag war er natürlich auch schon in der Pik-Farbe nackig. Also das läuft noch nicht so rund bei Bernd K., anders als bei mir und bei Canale Grande hat sich das noch nicht so richtig rauskristallisiert. Ja, ich hoffe mal, dass mein Partner rüber kann. Das riskiere ich mal, denn die Mittelhandposition ist für den Alleinspieler ja so unangenehm. Gut, das hat geklappt. Einmal Schnapp gemacht, dafür steche ich hier natürlich als Dreitrümpfer und in den Pik-Buben will ich nicht mehr eingespielt werden, dann sitze ich wieder und muss von hinten antreten, den ziehe ich einmal ab, auch wenn natürlich die Befürchtung ist, dass das jetzt günstig war für Bernd K. und wir keinen Trumpfstich mehr machen. So, einen Stich in Herz traue ich meinem Partner noch zu. Macht er jetzt auch noch einen Trumpfstich? Ich denke eher nicht. Kreuz machen wir natürlich auch nichts. Na, er wird wohl den letzten Herzstich machen, da kann ich die Karo 10 reintun. Dann sind wir noch ein bisschen mehr aus dem Schneider, als wir es ohnehin schon waren. Gut, aber man spielt ja, wenn es geht, ordentlich bis zum Schluss. Ja, und hier haben wir so ein Ding. Im Rocket würden wir da vielleicht leichtfüßig 18 über die Lippen kommen, mit drei Assen in Mittelhand, aber hier ohne eine 10, da müsste schon der fünfte Trumpf ins Geht drin liegen oder das vierte Ass. Alles jetzt Sachen, auf die man hier nicht ohne Not baut, denn das ist einfach zu teuer. So, den ersten Buben, da lege ich an sich noch nichts rein, weil es meistens schlauer ist, noch einmal zu warten. In dem Fall könnte das natürlich gerade mal eine andere Situation sein, dass Canale Grande wirklich alle Trumpfstiche macht. Ja, und dass er jetzt nochmal in Pik reingreift, wo ich das Ass schon gewimmelt habe, wo quasi die Farbe ein Stück weit geklärt und tot ist, das ist natürlich nicht so schön. Kreuz König könnte ein Anschiss sein, aber wie wahrscheinlich ist das? Eigentlich ist es nicht wahrscheinlich, er wird den wohl blank haben. Und mein Partner hat noch einen Buben. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir in Herz noch was machen. Also wenn Herz 10 noch bei meinem Partner ist, dann sieht es gut aus, so sieht es schlecht aus, beziehungsweise auch mit Herz 10 hätte es uns nicht gereicht. Da waren wir also mit der Pik-Lusche nicht im richtigen Film, aber wie gesagt, gegen Herz Ass 10 konnten wir sowieso nicht gewinnen. So, und neue Chance für mich, 5 Trümpfe, 2 Asse, Vorhandposition, Trumpfvoller dabei. Es ist kein richtig gutes Spiel und in dem Moment, wo hier 24 gesagt wird, muss ich auch aussteigen. Mit Pik 9 Dame, Herz König dabei, auch der alte Fehlkreuz Ass fehlt. Da ist sowieso ein bisschen ein bisschen Schweiß oder ein bisschen Herzklopfen dabei, aber gegen die Reizung, gegen den Karo Hand ist natürlich dann gar nichts zu machen. So brauche ich den etwas wackeligen Kreuz auch nicht spielen. Und schaut es euch mal an, nur Trümpfe, beziehungsweise sehr wahrscheinlich liegt dann noch der eine oder andere drin. So ist es erstmal ein 8 Trümpfer, mindestens 6 hat er selber und Pik Ass kann er auch noch ziehen. Also das sieht natürlich ehrlich gesagt für uns nicht so gut aus. So, Pik Ass hat er sicher blank abgezogen. Ich vermute ja, wenn überhaupt, dann hat er jetzt noch ein Herz. Nee, hat er nicht. Dann hat er wirklich 7 Trumpf, 2 Kreuz, das blanke Pik. Konnten wir also natürlich mal wieder gar nichts machen. Ein Trumpf noch im Stock, aber das sei ihm dann auch gegönnt. Ja, und ich stehe, wie ich häufig stehe, gar nicht so viele Spielanteile, trotzdem ganz geschmeidig mit 384 nach 9 Spielen. 2 gute Spiele gehabt, ein sehr gutes sogar, ein richtig teures und dann ein paar von der Seite. Das langt manchmal. Man muss in den Spielanteilen gar nicht bei 36-37% liegen. Das langt je nach Spielstil auch deutlich weniger. So, Herzbube fiel eben schon. Warum fiel Herzbube? Naja, ich lade noch nicht durch. Ich glaube, man könnte
Gut, jetzt ist es wohl dann doch Zeit. Dann hat er aus den Mittelbuben und der Trumpf 10 gleich den Buben aufgegeben und damit natürlich im weitesten Sinne die Trumpf 10, weil er eben gehofft hat, dass ich noch einen Trumpf was dazwischen habe, dass er die Trumpf 10 retten kann. Das war aber nicht der Fall. Schneiderfrei war dann das höchste der Gefühle und das haben wir auch erreicht. Ja, und da ist wieder so eine Karte, mit der man einfach nichts verkehrt machen kann. Das ist doch schon mal gut. Zumindest nicht beim Reizen. Völlig ohne Sorgen kann ich die Karte einpassen und auf bessere Zeiten warten. Vier. Karo ist er frei, okay, lässt sich auch einfach spielen, weil er von oben zieht. 17, 6 mal Trumpf, Kreuz frei. So, wie haben wir überhaupt eine Chance? Wie haben wir eine Chance? Normal hat er ein Drilling und ein Single in der Hand. Gut, ich denke nicht, dass wir irgendwie gewinnen können, aber wenn, dann vielleicht über ein Pik Drilling. So, 31 und blankes Herz Ass. Wäre eine Option. Ne, er hat aber Herz 10 selber, dann hat er nur den einen Pik und 3 Herz, also letzter Stich für uns. 38 gemacht, war also gar kein Unterschied, ob ich da die Pik 10 spiele, deswegen habe ich sie auch nicht gespielt, das war hier in dem Moment nicht die entscheidende Karte. Bernd kommt also jetzt ein bisschen rangerobbt. Es sind kleine Spiele, aber wenn du 0 zu 2 ganz fett im Minus stehst, dann freust du dich ja auch über diese Erfolgserlebnisse und so langsam wieder Boden gut zu machen, so ein bisschen rauszuklettern aus diesem Elend. Und jetzt ist Canale Grande dran und lässt es auch mal krachen mit einem Kragen. Gut, und da muss ja hier meine schärfste Angriffskarte kommen, aber an dem Ass siehst du schon, dass die 10 wohl nicht blank ist, denn wohl nicht an dem Ass siehst du schon, dass hinten wohl nicht stechen kann, sondern die 10 blank ist, denn sonst hätte der Spieler eben nur die 10 gelegt, um das eine Auge zu schonen. Ja, Buben hat er ja auch 3, von daher können wir hier hoffen, dass wir aus dem Schneider kommen. Nimm den Stich bloß mit, nimm alle Augen mit. Ich bin bereit, noch mein letztes Bild an Bernd K. abzugeben. Ja, aber der schnippelt hier und ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war, wo Schneider frei das Beste ist, was wir erreichen konnten. Hätte er doch einfach mal den Kreuzkönig schon mitnehmen sollen, war die Karte doch schon geklärt. Dann wären wir noch rausgekommen. Ja, das ist jetzt so ein Dingens hier, ne? Das ist so an der Grenze. Ich sag mal, 18 muss man wohl sagen. Und da wird ich auch schon Besitzer und die Findung war natürlich Premium. So, und nun höre ich euch schon sagen, ja, was ist hier die größte Drohung? Wenn ich so drücke, das Schöne ist, auf Pik können dann auch nur 14 fallen, es sei denn, es fallen beide Vollen, was sehr selten passiert. Auf Kreuz könnten auch 18 fallen, aber trotz alledem mit drei Buben ist die Überstichgefahr für mich die größere Drohung, dass blank ausgespielt wird und deswegen drücke ich dann doch zwei in einer Farbe, halte hier den blanken Kreuzkönig und spiele den Herz. So, das ist wunderbar, der Aufschlag gefällt mir, denn den blanken König, den nehmen sie mir häufig sowieso nicht ab, weil das so selten ist, deswegen kommt jetzt auch direkt voll hinterher, aber vor allen Dingen deutet das ja auch auf einen ganz artige Trumpfverteilung hin. Oh, und das ist aber nicht der Fall. Trumpf steht zu viert. Gut, dann ist mit Schneider natürlich nichts zu machen. Dann muss ich jetzt nur noch mal ein bisschen aufpassen. 15, 25, 36. Gut, können sie natürlich dann auch nicht mehr gewinnen. Also aufpassen muss man nur, wenn man keine Übersicht hat. Ansonsten weiß man schon, dass das Spiel nach Hause geht gegen 5 Trümpfe war es nur noch zu verlieren. So, 4,74, okay, das ist eine gute Basis. Jetzt noch ein Spiel und dann bin ich da über die 500 Richtung 600, wo du hin willst. Mal schauen, ob das noch kommt. Erstmal kommt hier ein kleiner, gemeiner Rollmops. 4 Trumpf also dagegen, aber logisch hängt es jetzt komplett an dem Blatt des Alleinspielers. Wenn der irgendwie eine gute Beikarte hat, dann sitzt alles ganz gleichmäßig, dann gewinnt er im Schlafe. So, und hier jetzt natürlich, es ist schon ein bisschen gefährlich, auf alle Trumpfstiche zu gehen. Das kann schnell mal so sein, dass sich Canale Grande hinten raus auf das Trumpf Ass setzen kann. Kann er in dem Fall und meine 10 angeln kann. Nun hat sich das im Spielverlauf nicht so ergeben, aber er hat natürlich jetzt meine Pik 10 auch eingesackt, weil
Bernd K. Pik-Lusche gespielt hat. Und da musste ich wohl rauf. So, Trumpfabzug. Ja, komm, einmal noch Trumpf abziehen. Herz, Ass und 10 kassiert. Bernd hat zuerst Karo gespielt. Karucke. Na, ich glaube, ich kann bei dem 5-Trümpfer ruhig einmal jetzt in Herz reingreifen. Ah, war sowieso viermal Karo dabei und das blanke Pik Ass. Mit anderen Worten, auch die Pik 10 war kein Problem und das Spiel war für uns nicht zu gewinnen, trotz 4 Trumpf. Und dazu sage ich nichts. Bernd K. kämpft. Zu Recht natürlich. Skat ist immer Kampf. Und er kämpft hier, um aus dem Keller zu kommen und um das Turnier nicht gleich in der ersten Serie so chancenlos zu versemmeln. Ja, beim Grang, irgendwie glaube ich, der ist mit rein, ne? Glaubt ihr doch sicher auch. Was hat er da? Was hat mein Partner gelegt? Die Dame. Ich gebe mal eine Dame, die kriegen wir sowieso nicht alle heim, die Bilder. Das Spiel ist mit rein. Er hat 4 Karo dabei, er hat Pik Ass dabei, er hat mit anderen Worten jetzt noch zwei unbekannte Karten. Kein Problem für mich, einmal Herz 10 zu ziehen. Schneiderfrei ist alles, was wir hier schaffen können. 29. Gut, damit sieht es nicht wie schneiderfrei aus. Kreuz Ass hat er nämlich auch noch. Was für ein schönes Spiel. Ja, das kitzelt. Das kitzelt. Aber jetzt schon nicht mehr. Das Kitzeln ist nur in dem Moment, wo du das Blatt siehst. Eine Reizung, da hätte ich vielleicht noch ein bisschen was mitgemacht, aber bei zwei Reizungen war sofort klar, wir sind raus, denn das ist einfach kein gutes Chance-Risiken-Verhältnis. Wenn hier noch zwei Leute ein Spiel in ihrer Hand erkennen, dann sitzen fast immer die Farben quer und dann wird jedes Spiel schwer. So, hier haben wir natürlich wieder mit der blanken 10 gehofft und natürlich hat es wieder nicht hingehauen. Und es ist ein 7-Trümpfer mit dem Seitenass, also erneut ist schneiderfrei alles, was wir hier erreichen können. Ja, dazu jetzt zwei Herzstiche. Perfekt, alles geklärt. Natürlich durchaus ein bisschen frivol von Bernd K. hier in dem ersten Stich nicht zu schnippeln. Wenn ihm jetzt das Herz Ass abgestochen wird, ist es wahrscheinlich die einzige Chance, überhaupt so ein starkes Spiel zu verlieren. Also er hätte, denke ich, besser daran getan, erstmal zu schnippeln. Hätte für mich zwar auch schöner ausgesehen, aber für sein Spiel wäre es sicherer gewesen. Also Bernd K., der ist, denke ich mal, noch nicht 100 Jahre im Geschäft, also der hat noch ein bisschen Erfahrung zu sammeln. So, was finden wir? Bescheiden, nicht zum Grang. Eher so, dass wir selbst jetzt mit dem Farbspiel ein bisschen zittern müssen. Naja, zittern wäre jetzt übertrieben, aber das Spiel ist jetzt natürlich auch nicht unverlierbar. Für drei Buben und zwei Asse und 13 Augen im Keller ist es wahrscheinlich eins der, also so schlecht Spiele dieser Kategorie sein können, gehört es jetzt eher zu den etwas, einen der etwas wackeligeren Spiele dieser Kategorie. Zählen wir mal mit, 14, 24. So, alles klar. Damit haben wir natürlich schon gewonnen. Ganz egal, wie wir abschmeißen. Schmeißen wir mit Pik ab auf 30. Und jetzt gehen wir noch einen Stich ab und dann ist der Rest hier. Toll. Komm her. Kreuz ist ja auch klar. Den Stich machen sie sonst auf jeden Fall. Schneider war also nicht möglich. Bupp. Jetzt komme ich. Und sage Rest. So, 5,42, 4 zu 0. Gut, eins möchte ich eigentlich nur. Eins wäre schon schön. Wenn es wünscht dir was wäre, würde ich sagen, ich nehme noch ein Spiel. Ja. Der Ansatz ist da, aber die 20 sind zu viel. Da lehne ich mich zurück und schaue noch mal. Vielleicht kriegen wir ja jetzt Canale Grande auch noch mal erwischt und können ihn noch mal einmal auf den Grund des Kanals ziehen. So, drei Trumpf in Kreuz dagegen. Ja, ich denke, hier gibt es kein besseres Aufspiel als so ein bisschen Link unter dem Ass. Erstmal zu testen, was ist das für ein Spiel? Ja, und leider hat er wohl die drei unter den Buben. Meine vollen, die werde ich nicht alle kriegen. Vielleicht kriege ich einen. Das wollen wir erstmal so zeigen. Jetzt Herz 10 rein. Ich bin bereit jetzt natürlich. Nee, da kommt noch die Kreuz 7. Gut. Hätte ich vielleicht doch den ersten mitnehmen können, aber das weißt du natürlich immer nicht so genau. Mein Partner hätte vielleicht auch erstmal die
Lusche legen können. Wie auch immer, ich bringe natürlich sofort Karo 10, einzige Chance, mein Trumpf Ass zu retten, aber Ass und 10 bei Canale Grande, also das Spiel werden wir im Leben nicht umbiegen. Mit Karo 4 mal sogar noch an der Seite, da haben wir sowieso nur den einen Stich gemacht. Ich denke, es gibt auch nichts mehr, alles andere wäre eine riesengroße Überraschung. 6 Trumpf, 4 Karos und damit sind wir natürlich Schneider. Mein einer Stich war sowieso der ganze Stolz der Kreuzbube. Und ja, da haben wir es schon geschafft. Die ersten 18 Spiele sind gespielt. 4:0, 3 von der Seite, ganz ordentlich gespielt. Danke, Canale Grande. Auch dir herzlichen Glückwunsch für eine gute Runde. Und ja, dann würde ich mal sagen, alle Kanonen auf die 18er-Rangliste. Macht alle mit, das macht Freude, das macht Laune. Seid dabei, gewinne, gewinne, gewinne. Und wir sehen uns bald mit weiteren Videos.